Stunden, oder? Grano tu? Guten Abend und herzlich willkommen zur Gedenkfeier am Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus. Hier im Gemeindesaal der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, aber auch online im Livestream. Herrn Gesandten Botschaftsrat Lopez, Frau Vizepräsidentin Özowus, Frau Abgeordneter Kador, Herrn Abgeordneten Müller-Rosenthal, Ihnen gilt unser besonderer Gruß, aber auch Herrn Dr. Felix Klein,
dem Schirmherrn dieses Abends. Zudem freue ich mich, die Shoah-Überlebenden Polina Bien, Salomea Genin und Asia Gorban, aber auch auf digitalem Weg Pavel Hoffmann zu grüßen. Es ist uns eine Ehre, Sie heute Abend unter uns zu wissen. Außerdem gilt mein herzliches Willkommen den weiteren Rednern dieses Abends, Frau Staroselski, Herrn Yilmaz und Herrn Eckert. Mein Name wiederum ist Julia Müller und für mich geht es heute Abend ein Stück weit zurück zu den Wurzeln. Meine ehrenamtliche Heimat ist der Verein Zeugen der Zeitzeugen, der sich vor einigen Jahren als Ausgründung aus der Initiative 27. Januar entwickelte. Und unser Fokus liegt seither auf der Bildungsarbeit mit Shoah-Überlebenden, aber auch deren Nachkommen. Und genau diese Perspektive ist es auch, die heute Abend im Zentrum stehen soll. Wir werden Pavel Hoffmann als Hauptredner hören. Er wird dabei flankiert von unterschiedlichen Vorträgen verschiedener Perspektiven aus Religionen und Nationalitäten. Außerdem begleitet uns das Duo Kiew Klemsatov, von dem Sie bereits mit Freilach auf den Abend eingestimmt wurden. Kurzer Themenwechsel. Ich möchte Sie bitten, einmal an Ihr Lieblingsmusikstück zu denken. Das erste, was Ihnen jetzt vermutlich in den Sinn gekommen sein wird, wird dessen Melodie sein. Die Melodie oder auch das Motiv eines Werks sind das Markenzeichen, der Kern eines Stücks. Um nicht zu sagen, der Markenkern. Und es kann doch auf so verschiedene Arten und Weisen erscheinen. Manchmal wird die Melodie himmelhoch jauchzend von Trompeten gespielt, ein andermal auf sanften Streicherbogen getragen. Dann spielt sie der Solo-Klarinettist virtuos und ein andermal wird sie von den tiefen Stimmen der Tuben und Kontrabässe getragen. Und doch jedes Mal bleibt es die Melodie. Die Melodie kann in freudigem Dur und im nächsten Moment in demütigem Moll erklingen. Die Melodie ist wandelbar, aber sie bleibt der Kern der Musik. Ich möchte Sie einladen, heute Abend auf unsere Lebensmelodien zu hören. Und fragen, was diese Identität, also unsere Lebensmelodie, geprägt hat. Und vor allem die Frage stellen, wie kann diese Melodie noch klingen, nach allem, was in der Shoah geschehen ist. Ich freue mich, dass wir für heute Abend einige Solisten gewinnen konnten in dieser Hinsicht und darf nun gleich das Wort übergeben an den Herrn Gesandten Botschaftsrat Jackie Lopez, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Botschaft Israels in Deutschland und an Herrn Abgeordneten Frank Müller-Rosentritt, die uns nun ihre Ansichten und Perspektiven zur Identität im Licht der Shoah weitergeben werden. Herzlichen Dank. Guten Abend. Sehr geehrter Pavel Hoffmann, sehr geehrte Überlebende, die von zu Hause zugeschaltet sind und die mit uns hier heute Abend sind. Sehr geehrte Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Abgeordnete Kador und Müller-Rosentritt, liebe Freunde. Fast 77 Jahre sind seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Ende der Shoah vergangen. Das scheint auf den ersten Blick eine lange Zeit zu sein, aber nur auf den ersten Blick. Im Sommer 2019 habe ich meinen Dienst in der Botschaft des Staates Israel in Berlin angetreten. Seitdem nehme ich in der Stadt die vielen Erinnerungsorte, Mahnmale und Stolpersteine wahr und auch die Aktivitäten verschiedener Organisationen, die sich dem Gedenken widmen. Ich bin von der Anzahl an der Vielfalt überrascht und bewegt. Ich hatte nicht erwartet, dass die Erinnerung an die 6 Millionen jüdischen Opfer der Shoah im Land der Täter so öffentlich stattfindet. Bei vielen Erinnerungsprojekten und in der Bildungsarbeit stehen bisher noch die Begegnungen mit Überlebenden der Shoah im Mittelpunkt.
Wir können diese Zeitzeugen nur bewundern für ihre Kraft. Und wir müssen ihnen dankbar sein, dass sie der Welt von ihren Erlebnissen in dieser dunkelsten Zeit der Geschichte berichten. Diese Form des Erinnerns ist für die Demokratieerziehung von unschätzbarem, schützbarem Wert. Und eigentlich musste sie in dieser Form immer weitergeben. Doch wir alle wissen, dass wir in der Zukunft neue Wege beschreiten müssen. Meine Damen und Herren, Erinnerung steht im Zentrum der jüdischen Identität. Die Erinnerung bildet sozusagen die Grundlage der Existenz des jüdischen Volkes. Während eines fast 2000 Jahre dauernden Exils haben wir es geschafft, unsere Identität mit Hilfe des Erinnerns aufrecht zu erhalten. Das biblische Gebot Zachor, erinnere dich, wird an das jüdische Volk als Kollektiv gerichtet und gleichzeitig an jeden Juden als Individuum. Es fordert uns auf, den Akt des Erinnerns zu einem integralen Bestandteil unserer Identität zu machen. Neben dem Gebot Zachor gibt es in der Bibel auch das Gebot Lo Tishkach. Im ersten Moment sehen diese beiden Aufforderungen Erinnere dich und vergiss nicht ähnlich aus. Doch in Wahrheit sind sie sehr unterschiedlich. Die Erinnerung ist das, was eine Person in ihrem Gedächtnis behält, unabhängig von anderen Personen. Nicht zu vergessen bedeutet darüber hinaus, die Erinnerung an andere weiterzugeben. Es reicht nicht aus, die Erinnerung in sich zu bewahren. Wir müssen sie mit anderen teilen und so selbst zu einem Instrument der Erinnerung werden. Erinnerung ist nicht nur in die Vergangenheit gerichtet, sondern explizit auch in die Zukunft. Sich zu erinnern bedeutet auch, von der Vergangenheit zu lernen, wie wir mit Herausforderungen der Gegenwart umgehen können. Meine Damen und Herren, fast auf den Tag genau vor 80 Jahren trafen sich in einer Villa am Wannsee 15 Männer, um die Details der Ermordung der Juden Europas zu beschließen. Der Plan war, das jüdische Volk gänzlich auszurotten. Die Erinnerung an unsere Existenz sollte vollständig vernichtet werden. Nicht nur die Körper, sondern auch jegliche Erinnerung an die einzelnen Menschen, auch ihre Namen. Der Weg dorthin, die bürokratische Planung und die praktische Umsetzung, aber auch die Zustimmung oder zumindest Gleichgültigkeit der überwiegenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung gegenüber dem Schicksal ihrer jüdischen Nachbarn, das alles ist gut erforscht und historisch einwandfrei belegt. Darauf basieren die eingangs erwähnten Erinnerungsprojekte, die in ihrer Vielfalt allesamt wichtig sind. Und doch machen die Entwicklungen in Deutschland immer wieder deutlich, dass auch eine ausgeprägte Erinnerungskultur kein Garant ist für Immunität gegenüber Antisemitismus. Antisemitismus ist heute wieder ein brennendes gesellschaftliches Problem in Deutschland. Er kommt von links und von rechts, er ist importiert und hausgemacht. Und oftmals tarnt er sich als Antizionismus und Israelhass. Im Kampf gegen alle Formen des Antisemitismus kann es nur ein Motto geben: Null Toleranz. Alle Bürger, alle Institutionen, die Politik und die Zivilgesellschaft müssen eine starke Allianz bilden und klare rote Linien ziehen.
Und wenn diese roten Linien überschritten werden, muss das konsequent sanktioniert und bestraft werden. Meine Damen und Herren, 77 Jahre seit dem Ende der Shoah. Das ist in Wahrheit ein Wimpernschlag in der Geschichte. Was geschehen ist, ist vor nicht langer Zeit geschehen. Noch sind Zeitzeugen unter uns, wie Pavel Hoffmann, die uns davon berichtet können. Doch aus unserer Perspektive gibt es heute einen entscheidenden Unterschied zu damals. Heute gibt es einen starken jüdischen Staat, den Staat Israel. Wir stehen mit der internationalen Gemeinschaft zusammen im Kampf gegen Antisemitismus. Und wir halten gemeinsam die Erinnerung wach. Erinnere dich und vergiss nicht, sind unser Motto. In diesem Sinne danke ich der Initiative 27 Januar für ihre wertvolle Arbeit. Ich danke allen, die sich dem gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus anschließen. Vielen Dank für Ihr Engagement, die Erinnerung aufrecht zu erhalten, nicht zu vergessen und dabei immer neue Wege zu gehen. Toda rabba und Shalom. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Überlebende, sehr geehrte Frau Präsidentin, Exzellenzen, herzlich willkommen, Shalom. Ich fühle mich geehrt, heute auch ein paar Worte zu Ihnen sprechen zu dürfen. Wenn ich an diesem bedeutungsvollen Tag zu Ihnen spreche, dann wirkt bei mir ganz aktuell die Erinnerung nach, wie ich jüngst an einer Reise nach Babi Yar teilnahm. In dieser Schlucht ermordeten Ersatzgruppen der Sicherheitspolizei am 29. und 30. September 1941 innerhalb von 48 Stunden mehr als unglaubliche 33.000 Männer, Frauen und tausende Kinder. Somit handelt es sich um das größte einzelne Massaker, das die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg verübt hat. Die Art des Schreckens erinnert mich auch daran, als ich vor einem Jahr das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz besuchte. Und beide Orte vermitteln einen ähnlich erschreckenden Eindruck. Und ich würde mir wünschen, wenn jede Schulklasse in Deutschland oder dass es keinen einzigen Schüler und keine Schülerin gibt, die in Deutschland die Schule verlässt, ohne eines dieser beiden Orte persönlich gesehen zu haben. Denn heute, heute stehen Sie in einer anderen Welt. Es ist die historische Auseinandersetzung, die Ihren wahren Schrecken entblößt. Und dieser Schrecken stößt in unsere Gegenwart. Und das, obwohl das, was den Schrecken überhaupt erst auslöste, so richtig nie endete. Denn der Antisemitismus lebte, und es ist nicht nur Präteritum, sondern ist auch Präsens. Er lebt fort, und ich würde mir wünschen, dass die Formulierung kein Futur hat. Wenn wir heute am 27. Januar den International Holocaust Memorial Day des millionenfachen Mordens gedenken, dann in dem Wissen darum, dass Jüdinnen und Juden in Europa heute wieder offen bedroht werden. Denn in dem Wissen darum, dass Jüdinnen und Juden heute auch wieder aus Antisemitismus Gewalt erfahren und sogar ermordet werden. Wenn wir an diesem Tag über Verantwortung sprechen, dann dürfen das aber keine leeren Worte bleiben.
Die Verantwortung muss auch praktische Folgen haben. Wir müssen uns auch als nachgewachsene Generationen für das verantwortlich fühlen, woran wir persönlich und im juristischen Sinne, denn die meisten unter uns haben zu dieser Zeit noch gar nicht gelebt, keine Verantwortung tragen. Aber gewiss tragen wir keine Verantwortung für das, was geschehen ist. Aber wir tragen alle zusammen, jeder Einzelne, Verantwortung darüber, dass das nie wieder geschieht. Als ich neulich das Buch von Ronen Steinke gelesen habe, was der Journalist im Jahr 2020 veröffentlichte, wurde mir bewusst, wie sehr wir in dieser Aufgabe bis heute eigentlich als Gesellschaft versagt haben. In Terror gegen Juden beschreibt Steinke die lange Spur von Terror und Gewalt, wie der Judenhass in unsere Gesellschaft wieder Einzug erhält und wie er das auch hinterlassen hat. Steinke beschreibt, dass Jüdinnen und Juden Angst haben, sich mit ihren Sorgen an Politik und Sicherheitsbehörden zu wenden, denn diese könnten die Kritik falsch verstehen und man sei auf ihren Schutz angewiesen. Und es ist für mich unvorstellbar, wenn ich heute Freunde auf der Fasanenstraße privat besuche und ich muss, wenn ich durch die Eingangstüre gehe, am privaten Sicherheitsdienst vorbeigehen. Das ist nicht das Deutschland, wo die Verantwortung wir tragen, wie es sein soll, meine Damen und Herren. Dabei haben uns doch die Jahre 2019 und 2021 vermittelt, dass Politik und Sicherheitsbehörden uns besser zuhören müssen. Als 2019 der Anschlag auf die Synagoge in Halle stattgefunden hat, mangelte es an einem adäquaten Schutz durch die Polizei. Und 2021 wurde zwar ein Anschlag vereitelt, der ebenfalls an Yom Kippur stattfinden sollte, doch zogen währenddessen tausende Menschen über deutsche Straßen. Viele von ihnen relativierten und leugneten die Shoah. Sie trugen Schilder, auf denen sie sich mit verfolgten Jüdinnen und Juden verglichen oder die Bundesregierung mit der nationalsozialistischen Diktatur gleichsetzen. Wie geschichtsvergessen muss man sein, um so unterwegs zu sein? Ich schäme mich für diese Menschen, insbesondere wenn ich dann gegenüber von Nachfahren sehe. Wie muss es für die Nachfahren der ermordeten Jüdinnen und Juden sich anfühlen? Und vor allen Dingen, wie muss es sich anfühlen für diejenigen, die heute unter uns sind und die Schrecken über Jahre erlebt haben? In dem Jahr, in dem wir das Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feierten, wurde auf der deutschen Straße der Schrecken der Shoah relativiert. Antisemitismus fand wieder in aller Öffentlichkeit statt. Es reicht eben nicht aus, wenn wir die Vergangenheit als abstrakte Mahnung verstehen. Sie zwingt uns konkretes Handeln auf. Und wenn wir den Ruf des Handelns nicht verstehen, wenn wir gar bewusst nicht hinhören, dann besteht die Gefahr, dass sich die Vergangenheit wiederholt. Nicht auf die gleiche Weise. Denn Geschichte wiederholt sich nie auf die gleiche Weise. Aber mindestens genauso gewaltvoll. Und da denke ich an den Holocaust-Überlebenden und Philosoph und Schriftsteller Primo Levi, der einst sagt, es ist geschehen, also kann es auch wieder geschehen. Die Verantwortung aber, dass es eben genau nicht wieder geschieht, trägt nicht nur die Politik allein. Sie darf eben nicht delegiert werden an politische Entscheidungsträgerinnen und Träger. Ja, wir tragen eine besondere Verantwortung, aber die Verantwortung dafür, dass Primo Levis Worte nie eintreten, hat jede Bürgerin und jeder Bürger selbst. Jeder persönlich und sollte der Kampf gegen Antisemitismus der moralische Imperativ des Handelns sein. Und egal in welcher Form, und das hat unsere bezaubernde Moderatorin Julia Müller ja so toll beschrieben, daherkommt, in welchen unterschiedlichen, in unterschiedlichen Tonarten, ob radikal und offen auf der Straße, ob vielleicht in Nadelstreifen von links oder von rechts, im intellektuellen Gewand in Form von BDS oder auch in geschichtsverklitterten Erinnerungen, wo Staaten sich einst antifaschistisch nannten und millionenfach Waffen an die Palästinenser lieferten mit einem Ziel, den Staat Israel auszulöschen. Diesen Menschen, egal ob von links, von rechts oder panarabisch, egal in welcher Tonart er daherkommt, Antisemitismus, wir als Gesellschaft, nicht nur als Politik, jeder Einzelne muss ihn ganz konsequent widersprechen. Ja.
Denn Antisemitismus zu bekämpfen ist nicht die Aufgabe von Jüdinnen und Juden. Es ist die Aufgabe insbesondere von nichtjüdischen Menschen. Und das nicht nur hier, sondern überall, wo er sich wieder erhebt. Und daran erinnert uns der 27. Januar. Wir sollten uns an diesem Tag innehalten und den Ermordeten und Überlebenden gedenken. Wir sollten darüber nachdenken, wie auch die Nachfahren in der dritten Generation weiterhin durch die Weitergabe von Traumata auch belastet werden. Und wir sollten daran denken, wie auch der deutsche Staat die Überlebenden der Shoah viel zu lange im Stich gelassen hat. Und morgen, spätestens morgen, sollten wir damit loslegen, diese Probleme zu bewältigen. Auch wir in den regierungstragenden Koalitionen. Morgen müssen wir unserer Verantwortung bewusst sein und sie in praktisches Handeln umsetzen. Wir haben in der Vergangenheit viel getan, aber ich bin fest davon überzeugt, da geht mehr. Der ehemalige Ministerpräsident Israels, Ben-Gurion, hat einmal einen Satz gesagt, der sinnbildlich für die Überwindung von Gräben steht. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und dass ich heute in Tel Aviv, in Jerusalem, in Peshawar oder in Jaffa so viele Freunde habe, die ich besuchen kann, die mich in Sachsen besuchen, das ist alles außer selbstverständlich. Das ist echtes Wunder. Dass wir heute uns einander die Hand reichen, ist ein Wunder. Und viele Israelis haben in Deutschland ein Zuhause gefunden. Und wie viele kenne ich, die aus Tel Aviv nach Berlin gezogen sind und gerne auch in Deutschland leben. Das macht Mut, diesen Weg entschlossen weiterzugehen. Für mich war heute eine ganz besondere Ehre, den Präsident der Knesset heute Morgen anlässlich der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag zu hören und seine eindringlichen und tief bewegenden Worte zu lauschen. Auch er ist ein großer Freund Deutschlands. Sorgen wir dafür, dass das, was geschehen ist, nie wieder geschieht und dass wir uns alle persönlich jeden Tag, wo immer es geht, dafür einsetzen. Vielen Dank. Thank you.
Joseph Haydns 94. Symphonie hat einen berühmten Beinamen. Es ist die Symphonie mit dem Paukenschlag. Sie beginnt ganz leicht und heiter, doch schon nach wenigen Takten wird die Ruhe und Idylle jäh unterbrochen von, Sie ahnen es, einem Paukenschlag. Pawel Hoffmanns Leben ist auch von einem gewaltvollen Paukenschlag in den ersten Takten geprägt. Er wird im Alter von 4 Jahren mit seiner Mutter in das Ghetto und Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und wir werden gleich hören, wie dieser Paukenschlag in seinem Leben nachhallte. Aufgrund der gegenwärtigen Umstände ist es Pawel Hoffmann leider nicht möglich, heute Abend unter uns zu sein. Wir haben uns dann aus technischem Pragmatismus für die Aufzeichnung seiner Rede entschieden und um dem Ganzen dennoch eine gewisse Präsenz zu verleihen, bat er mich, die folgenden Worte heute an Sie persönlich zu richten. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, Sie dürfen glauben, dass ich sehr gerne an dieser Veranstaltung teilgenommen hätte. Leider hat sich die Ansteckungsgefahr so rasant vergrößert, dass ich mich mit meinen 83 Jahren und meinen Vorerkrankungen trotz dreifacher Impfung nicht getraut habe, die Bahnfahrt, Hotel und diese Veranstaltung zu absolvieren. Deshalb habe ich mich mit schwerem Herzen für dieses Video entschieden. Ich bitte Sie deshalb um Entschuldigung. Meine Rede wird Sie vermutlich überraschen, weil ich im Gegensatz zu den meisten Zeitzeugen nicht nur über die Vergangenheit, das heißt über das Nie-Wieder erzähle, sondern hauptsächlich über das Heute, was mir als einem der wenigen Holocaust-Überlebenden mehr auf dem Herzen liegt als mein eigenes Schicksal. Ich bitte Sie trotzdem um volle Aufmerksamkeit. Lieber Pawel, ich weiß, du verfolgst den heutigen Abend im Livestream und daher danke ich dir an dieser Stelle für deine nun folgenden Worte. Werte Damen und Herren, liebe Freunde, ich möchte mich zuerst bei der Führung der Initiative 27. Januar Herrn Matthias Böning und Harald Eckardt für die Einladung und bei der Mitglied der Zeugen der Zeitzeugen Frau Julia Müller für die Moderation und Hilfe bei der Online-Übertragung sehr herzlich bedanken. Weiterhin möchte ich hiermit zwei von mir sehr geschätzte Freunde der Juden und Israels, die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Frau Gitta Konnemann und den Schriftsteller und Journalisten Herrn Henrik Brode, den ich in meiner Rede oft zitiere, die ich persönlich eingeladen habe und die hoffentlich entweder anwesend oder zugeschaltet sind, einen besonderen herzlichen Gruß aussprechen. Ich heiße Pawel Hoffmann und seit fast 20 Jahren trete ich als einer der letzten Holocaust-Überlebenden mit meinem Schicksal vor die Schüler und vor die unzähligen Zuhörer aus Deutschland und im Ausland. Ich war zugegeben so naiv, dass ich dachte, es könnte an dem weltweiten Judenhass etwas ändern. Heute, mit meinen fast 83 Jahren Lebenserfahrung, weiß ich es echt besser. Heute ist man gezwungen zu sehen, wie jüdische Kinder in deutschen Schulen mit muslimischer Mehrheit gemobbt werden, wie der Aufruf zum Töten von Juden unbestraft gebrüllt werden kann, wie jede Synagoge geschützt werden muss, und wie sogar der Zentralrat der Juden empfiehlt, sich möglichst in der Öffentlichkeit nicht als Juden zu outen. Nach den Ereignissen im Mai dieses Jahres weltweit bin ich mehr als bisher überzeugt, dass das jüdische Leben geht in Europa und anderswo zu Ende und Deutschland wird in den nächsten Jahrzehnten judenrein. Aus diesem Grund versuche ich heute, wie auch in der Zukunft, in meiner Rede zuerst den Spiegel den Zuhörern vorzuhalten und erst dann mein Schicksal zu schildern. Ein weiterer Grund für meine Gespräche ist der in den letzten Jahren stark wachsende weltweite Antisemitismus, den man verschämt Antizionismus nennt. Und nicht zuletzt auch deshalb, weil ich zu den letzten Zeitzeugen gehöre, die das größte und unfassbare Verbrechen und Raub noch persönlich erlebt haben.
Auch die Generation der heutigen Schulen gehört zu der letzten Generation, die uns Überlebenden noch persönlich kennenlernen und zuhören kann. Die Verbrechen an Juden im Zweiten Weltkrieg, die man begangen hat, sind unvorstellbar. Die Grausamkeit von Millionen Menschen, die den Judenhass voll ausleben dürften, hat sogar die schlimmsten Auswüchse des Mittelalters übertroffen. Trotzdem haben sich die Überlebenden nicht gerecht. Und ich werde auch hier nicht ausführlich über diese Verbrechen berichten. Dabei muss man erwähnen, dass ich noch zu der glücklichen Generation gehöre, die diese Geschehnisse als Kleinkind nur unbewusst erlebt hat und damit höchstwahrscheinlich besser verarbeitet hat. Nachteil ist vielleicht, dass man nicht wie die heutige über 95-jährige Überlebende aus eigenen Erfahrungen erzählen kann. Andererseits glaube ich, dass ein wichtiger Lebenslauf, der sogar am Ende positiv ausgegangen ist, wird sich mehr in ihre Erinnerung einprägen. Meine Damen und Herren, am 29. Januar 2002 hat der amerikanische Journalist Daniel Pearl auf die Frage, ob er Jude ist, geantwortet: Mein Vater ist Jude, meine Mutter ist Jüdin, ich bin auch Jude. Danach haben die Talibans vor laufender Kamera den Kopf abgeschnitten und weltweit gesendet. Keine einzige muslimische Organisation hat Protest erhoben. In Deutschland wurde am 5. September die gesamte olympische israelische Mannschaft bestialisch abgeschlachtet, wie sich das jetzt herausgestellt hat. Die überlebenden Täter waren schleunigst freigelassen, um die arabische Regierungen und Terroristen nicht zu verärgern. Wer geglaubt hat, dass nach dem Holocaust und der Vernichtung von 2/3 europäischer Juden, respektive 90% der jüdischen Kinder Europas, der Antisemitismus der Vergangenheit angehört, der hat sich maßlos getäuscht. Die Definition des Antisemitismus hat sich aber, seit es Israel gibt, grundsätzlich geändert. Vor 1945 bezeichnete sich ein Mensch, der die Juden noch weniger mag als üblich, stolz als Antisemiten. Heute kann man diejenigen, die von den Juden bzw. Israels das verlangt, was man nicht Juden nicht einmal im Trau zugemutet hätte, zu Recht als Antisemiten bezeichnet. Denn ein wehrhafter Jude ist für viele deutsche Europäer nach 2000 Jahren Opferrolle unerträglich. Juden sollen gefälligst die Opfer bleiben, die sich berauben, vertreiben oder ermorden lassen. In unseren fortschrittlichen Demokratien werden die jüdischen Opfer von Paris, Brüssel, Beersheba und anderswo bedauert und beweint, und dann wird eine Gedenkfeier mit Klezmermusik abgehalten. Antisemitismus scheint wohl inzwischen zu einer DNA-Eigenschaft Europas geworden zu sein. Antisemitismus unterliegt aber einem Wandel. Auch Armut ist heute nicht die gleiche wie in der Zeit des Oliver Twist oder von Aschenputtel. Der gewöhnliche Antisemit schmiert Hakenkreuze an die jüdischen Grabsteine und brüllt Juda verrecke. Aber niemand wird sich mit Rabauken solidarisieren, die den Arm zu Hitlergruß heben oder Juden sind unsere Unglücksschreien. Es ist hässlich und dumm, aber höchstens ein Fall für die Polizei, weil es letztlich, seitdem es Israel gibt, irrelevant ist. Der moderne Antisemit hat dagegen keine Glatze, dafür aber Manieren und sogar einen akademischen Titel. Er trauert um die toten Juden, die im Holocaust umgekommen sind, aber er stellt gleich die Frage, warum die Juden aus ihrer Geschichte nichts gelernt haben und heute ein anderes Volk misshandeln.
der moderne Antisemit gedenkt den 27. Januar mit Tag der Befreiung von Auschwitz, aber gleichzeitig möchte er in dem Iran auch das Recht zugestehen, eine Atombombe zu haben. Der moderne Antisemit findet den ordinären Antisemitismus schrecklich, aber gleichzeitig bekennt er sich zum Antizionismus, damit er hierin seine Abneigung gegenüber den Juden in einer politisch korrekten Form ausleben kann. Der Antizionist hat die gleiche Einstellung zu Israel wie der klassische Antisemit zu den Juden. Der Antizionist stört nicht das, was Israel macht oder unterlässt, aber dass Israel überhaupt existiert. Deshalb beteiligt er sich vehement an der Debatte um die Lösung der Palästina-Frage, die für das Israel die Endlösung bedeutet. Dabei protestiert er nicht, wenn die eigene Regierung mit Millionen von Steuergeldern die Tötung von Juden seit Jahrzehnten unterstützt. Er tobt sich bei der Kritik der jüdischen Siedler, die dort zurückgekommen sind, wo ihre Eltern respektive Großeltern 1929 bestialisch ausgerottet und der Rest 1948 beraubt und vertrieben wurde, und die heute Wohlstand, Lebensverlängerung und Arbeit in die Region gebracht haben, aber die arabische Clansiedler, die die arabische Städte heute so bedrohen, dass die Einwohner die Flucht ergreifen, wie von kurzem meine eigene Familie aus Malmö, heißt er willkommen oder nimmt er kaum wahr. Genauso lassen ihn die Massenmörder in Syrien und Irak kalt, wie die ethnische Säuberung von 11 Millionen Deutschen, begleitet mit einem furchtbaren Massenmord an 300 eigenen Landsleuten, einschließlich 70 Kinder, am 18. Juni 1945 an den schwedischen Schanzen bei Prerow, nur weil keine Juden daran beteiligt waren. Die modernen Antisemiten sind dermaßen damit beschäftigt, den letzten Holocaust nachträglich zu verhindern, dass sie billigend den Nächsten in Kauf nehmen. Man kann sich nicht um alles gleichzeitig kümmern, man muss Prioritäten setzen. Hauptsächlich die Arbeit übernimmt diesmal andere. Zugleich sind diese Menschen stolz darauf, dass sie im Gegensatz zu den Juden aus der Geschichte gelernt haben. Was haben sie gelernt? Dass von deutschem Boden nie wieder ein verlorener Krieg ausgehen darf. Neu ist auch der Beruf eines Freizeitantisemiten, der seinen Sonntagsbraten aus dem Porzellanteller der vergaßten Nachbar genießt und am Abend versucht, sein schlechtes Gewissen durch den Besuch der antizionistischen Israel-diffamierten Nachbarausstellung zu beschwichtigen. Antizionismus und Antisemitismus sind zwei Seiten der gleichen Medaille. War der Antisemit überzeugt, dass der Jude an Antisemitismus selbst schuld ist, so ist der Antizionist überzeugt, dass Israel nicht nur für die Leiden der Palästinenser, sondern auch dafür verantwortlich, was er selbst erleiden muss. Der moderne Antisemit ehrt die toten Juden, aber nimmt es den lebenden Juden übel, wenn sie sich wehren. Er ruft während den Anfängen, wenn ein paar Hobbynazis in Cottbus aufmarschieren oder wenn ein psychopathischer Judenhasser versucht, in einer Synagoge Juden zu töten. Aber er hat Verständnis für den iranischen Führer, der monatlich zu der vollständigen Vernichtung des jüdischen Staates aufruft. Der moderne Antisemit ist entsetzt, wenn in Paris oder Berlin Islamisten wahllos ermorden, aber er sucht nach einer Motivation, wenn eine israelische Familie von Arabern brutal ermordet wird und dem Baby noch der Kopf abgeschnitten wird. Nach dem furchtbaren Blutbad
In einer Jerusalem-Synagoge hat man allen Ärzten nach dem Motiv der Attentate gefragt. Genauso können sich 71% Deutschen nicht vorstellen, dass Juden und Araber nicht nur in Israel, sondern auch in einem wie immer gestalteten Staat Palästina leben können. Sie träumen lieber davon, von einer ethnischen Säuberung, die früher Adolf und heute Herr Abbas seinen Leuten heilig versprochen haben, die sie aber sonst weltweit geiseln. Die Aufgabe der Menschheit besteht nicht darin, scheinheilig nach dem Motiv der Täter zu suchen, das kennen wir bereits, sondern darin, sie zu stoppen. Der erste Schritt dorthin ist, eben jedes Motiv so laut, so deutlich und so oft wie möglich zu benennen und dabei keine Schutzbehauptung zugunsten der Täter zuzulassen. Der einzige Antrieb der Mörder und ihre Unterstützer ist sadistischer Judenhass. Im Jahre 2018 haben die Juden auf der ganzen Welt die Gründung vor 70 Jahren Israels gefeiert. Ein Staat, der dafür garantiert, dass es niemand mehr wagt, das jüdische Volk zu vernichten. Es ist fast ein Wunder, dass nach 11 Kriegen und 70 Jahre Kriegszustand Israel heute so stark ist, dass es für die unterdrückten Völker wie das jesidische, iranische oder das kurdische Volk als Symbol der Freiheit geworden ist. Nicht einmal das Kreieren eines Volkes der Palästinenser in den 60er Jahren durch Arafat und die arabischen Staaten, was ausschließlich das Ziel verfolgte, den jüdischen Staat zu vernichten, hat es geschafft, Israel in die Knie zu zwingen. Trotzdem liegt der einzige demokratische Staat im Nahen Osten, der jüdische Staat mit fast 10 Millionen Juden und 1,2 Millionen Araber, fehlenden 500 Millionen Europäer und 1,5 Millionen Moslem schwer in den Magen. Vor 3 Jahren schlenderte ich über Allenby Street in Tel Aviv und durch die wunderbare Jerusalem-Altstadt. Ich fühlte mich sicherer als in vielen europäischen Städten. Ich sprach mit Beduinen, Juden und zionistischen Arabern wie der mutige Saras Zoabe, die alle stolz auf ihren Staat sind. Ich dachte mit Wehmut an die 4 Generationen, meine Familie, der jüngste 2 und die älteste 80 Jahre alt, 40 wunderbaren Menschen, die in den Gaskammern von Auschwitz qualvoll ermordet wurden und die nicht sterben müssten, wenn damals die Juden einen eigenen Staat hätten. Meine Damen und Herren, die Aufarbeitung des unbeschreiblichen Verbrechens an den Juden fand hierzulande noch lange nicht statt. Erst wenn die Mehrheit der Deutschen gegen die bewusste Zahlung von 1 Million Euro für die Abschlachtung von jüdischen Frauen, Kindern und Männern ein lauter Protest erhebt, erst wenn Millionen von Deutschen eine Petition, in der der Umzug der deutschen Botschaft nach Jerusalem verlangt wird, unterschreiben und erst wenn sich Deutschland von dem korrupten, faschistischen, judenhassenden Irans Regierung, die geschworen hat, Israel vollständig zu zerstören, abwendet, erst dann kann man auf einen Anfang der Aufarbeitung zu glauben. Heute ist Israel der neue Jude. In die Herzen der Deutschen haben es nur die 6 Millionen Toten geschafft. Es war aber kein Mitleid mit den Juden. Es war und ist nur die Scham. Die wehrhaften Juden werden heute genauso gehasst wie damals die Juden in der Diaspora. Im Unterschied von damals nennen sich heutige Antisemiten Israelkritiker und Antizionisten. Ein aufgeklärter israelischer Araber, Ahmad Mansour, der sich weigert, als Palästinenser genannt zu werden, muss den Deutschen heute erklären: Antisemitismus ist eine Pandemie,
gegen die der Spruch nie wieder allein kein wirksamer Impfstoff sein kann. Ich selbst kann nur mit dem Nobelpreisträger und Holocaust-Überlebenden bereits verstorben Imre Kertész übereinstimmend sagen: Mein Gott, wie gut, dass ich den Judenstern auf den israelischen Panzer sehe und nicht wie damals auf meine Brust. Liebe Zuhörer, mein Schicksal haben drei berühmten Naziführer unmittelbar bestimmt. Nach dem gewaltsamen Tod von Reinhard Heydrich 1942 wurde mein Vater, ein daran völlig unschuldiger Zahnarzt, aus Rache für das Attentat zusammen mit 1200 weiteren Opfern am 6. Juni 1942 erschossen. Auf der Folie sehen Sie einfach die Todeslisten, die damals aufgestellt waren, und sehen Sie einen kleinen Ausschnitt, wo mein Name mit 2 Jahren und meines Großvaters, weil es alphabetisch aufgestellt worden ist. 3 Monate danach wurden meine Großeltern, väterlicherseits, in den Gaskammern von Auschwitz ermordet. Dazu möchte ich aufführen, dass mein Großvater, ein Arzt, eine sudetendeutsche Stadt, sein ganzes Leben lang die überwiegend deutsche Einwohner behandelt und geheilt hat. Ein halbes Jahr später, 1943, wurden wir, das heißt meine Mutter, eine 34-jährige, lebensbejahende Kinderärztin, und ich nach Theresienstadt deportiert, wo bereits nach 3 Wochen meine Mutter an den Folgen der unmenschlichen Zustände in dem KZ und Ghetto, das der Führer den Juden geschenkt hat, gestorben ist. Sie wurde eingeäschert und ihre Asche in Pappkarton bis Ende 1944 aufbewahrt. Ende 1944 wurden auf Befehl des letzten Lagerkommandanten Karl Rahm 22.000 Kartons der dort eingeäscherten Juden in die Ege entsorgt. In einem dieser Kartons war die Asche meiner Mutter. Der größte Mord an meine Familie geschah 1944, als 4 Generationen meiner Familie zusammen mit 440.000 ungarischen Juden, die man mit den sogenannten Eichmann-Transporten nach Auschwitz deportiert hat und die dort bis auf den Bruder meiner Mutter alle in den Gaskammern ermordet wurden. Das älteste Opfer war meine Urgroßmutter, die es, wie ich aus dem Nachlass einer Augenzeugin erfahren habe, sogar Leben im Viehwaggon nach Auschwitz geschafft hat. Der jüngste Ermordete war der 2-jährige Sohn meines Onkels, der als junger Arzt, als einziger Mitglied einer großen Familie Auschwitz überlebt hat. Nachdem ich fast 2 Jahre allein im KZ und Ghetto Theresienstadt überlebt hatte, ohne dass ich mit einem der 63 Transporte nach Auschwitz deportiert wurde, hat im Februar 1945, also nur 3 Monate vor Kriegsende, Heinrich Himmler, also der 3. Naziführer persönlich, eine Deportation von 1200 jüdischen Häftlingen aus Theresienstadt in die Schweiz angeordnet. In Mitte der 1200 war ich als einzige Vollweise trotz der Anordnung des letzten Lagerkommandanten Karl Rahms, dass kein Häftling, dessen Verwandte in Auschwitz ermordet worden waren, in diesen Transport eingegliedert werden darf. Trotz dieser Anweisung wurde ich als einzige Vollweise, dessen 40 Verwandte in den Gaskammern vernichtet worden sind, in diesen Transport eingegliedert. Ich weiß bis heute nicht, warum und wer es einfach befürwortet hat. Als 6-Jähriger selbstverständlich konnte ich mich nicht allein um mich zu kümmern.
Ich kam am 7. Januar, 7. Februar mit diesem Transport nach St. Gallen und obwohl laut Unterlagen der Schweizer Behörde todkrank, war ich praktisch befreit und kam im Juli 1945, 2 Monate nach Kriegsende, nach Prag zurück. Von 15.000 jüdischen Kindern, die vor dem Krieg in Prag gelebt haben, kamen wir noch 28 zurück. Auf dem Bild sehen Sie, wie ich damals ausgesehen hat. Ich habe dieses Foto von der Schweizer Archiv erst vor ein paar Jahren erhalten und nachdem meine Frau das gesehen hat und meinte, so furchtbar sehe ich nicht aus. Also man ist gewöhnt auf die Bilder aus dem Auschwitz, muss ich zufügen, dass in Theresienstadt haben sie die Juden einfach abgestimmt, dass wenn jemand überleben sollte, dann müssen das die Kinder sein und haben ihr Essenportion hauptsächlich an die Kinder verteilt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen müssten verhungern, damit ich überlebe. Ich möchte aber an dieser Stelle aus bestimmten Grund auch das Schicksal der unschuldigen Landsleute, die nicht das Glück hatten, den Völkermord zu überleben, aufmerksam machen. Es geht um das Schicksal der sogenannten tschechischen Familienlage in Auschwitz-Birkenau, um Theresienstadt auf die betrügerische Kontrolle des Roten Kreuzes vorzubereiten, hat man im September 1943 zuerst 5.000 und später noch über 12.500 jüdische Häftlinge nach Auschwitz deportiert. Man wollte vor dem Besuch des Roten Kreuzes Theresienstadt nicht so voll haben. Das Privileg der ersten 5.000 Häftlinge war, dass die Männer, Frauen und Kinder ohne Selektion, ohne übliche entwürdigende Kahlscherung fast 6 Monate zusammenleben durften. Nachdem man aber sicher war, dass das Rote Kreuz keine weitere Kontrolle benötigte, hat man auch ohne Selektion die übrig gebliebenen 4.000 tschechischen Juden, Männer, Frauen und Kinder in eine einzige Nacht von 8. auf 9. März in den Gaskammern ermordet. Wenn Sie sich das Bild anschauen, müssen Sie sich merken, einfach die Geburtsdaten und die Todesdaten von den Menschen, die in dem Verzeichnis sind, sind zwischen ein paar Monaten bis 2-3 Jahren. Das Besondere an diesem Tag war, dass die zum Tod verurteilten kurz vor der Ermordung die Hatikva, das ist die heutige israelische Hymne, und die tschechische Nationalhymne gesungen haben. Ich möchte damit denen, die den Juden die einzige Nationalheimstätte, die sie haben, nicht gönnen, aufzeichnen, wie wichtig Israel als Hoffnung auch den totgeweihten Juden bereits damals war. Die restlichen 12.500 jüdische Häftlinge hat man in der üblichen Weise, das heißt, nach einer Selektion in den Gaskammer ermordet. Insgesamt überlebten nur 1200 Juden von den 17.500 des sogenannten Familienlagers. Nur 3 Monate nach diesem Massenmord wurde auf ausdrückliche Bitte des Führers der arabischen Bevölkerung in den britischen Mandat Palästina, Amin el-Husseini, einem guten Freund von Heinrich Himmler, dem Gründer der grausamsten muslimischen SS-Einheiten und dem Organisator der arabischen Kristallnacht, tausende jüdische Kinder, die ursprünglich im Tausch gegen deutsche Gefangene ins damalige britische Mandat Palästina ausreisen sollten, in Gaskammern in Auschwitz ermordet. Amin el-Husseini, an dessen Grab Arafat geweint hat und den man bis heute Mr. Palästina nennt, gilt für die meisten Araber genauso wie der Adolf immer noch als Vorbild und Held. Meine Damen und Herren, die Welt
gedenkt heute der ermordete Juden. Ich möchte noch kurz zu dem Bild der Familie zeigen. Das ist meine heutige Familie in meinem 75. Geburtstag. Ich zeige es hauptsächlich deshalb, weil ich betonen möchte, dass der einzige Jude, der in dieser Familie auf diesem Bild ist, bin ich. Alle anderen sind weder Tschechen noch Juden. Meine Frau ist nicht Jüdin. Das sind praktisch alle Deutsche. Das ist, glaube ich, die Zukunft der Juden hier in Deutschland. Und das nennt man eine Assimilation. Meine Damen und Herren, die Welt gedenkt heute der ermordeten Juden. Vor 7 Jahren marschierten in Auschwitz vermutlich zum letzten Mal viele Staatsführer zusammen mit den letzten Shoah-Überlebenden. Es gab allerdings auch etwas, das diesen Tag mit Sinn erfüllte und ihm Würde verlieh. Wie jedes Jahr donnerte an diesem 27. Januar israelische Kampfjet im Tiefflug über Birkenau. Das war keine Verletzung der polnischen Lufthoheit und keine artistische Übung einer Kunstflugstaffel. Nicht einmal eine Erinnerung daran, dass die Alliierten es versäumt haben, Auschwitz zu bombardieren, als die Gaskammern noch im Betrieb waren. Es war eine klare Ansage. Ihr trauert um die Toten, wir kümmern uns um die Lebenden. Und nebenbei, wenn es uns damals schon gegeben hätte, hätte man nicht gewagt, euch abzuschlachten. Also seid froh, dass es uns gibt. Aus der Vergangenheit haben die Deutschen und die Juden unterschiedliche Lehren gezogen. Nie wieder Krieg, sagten die Deutschen. Nie wieder Opfer, sagten die Juden. Das erste Versprechen ist inzwischen hinfällig. Hoffen wir, dass das zweite ewig anhält. Ich bedanke mich herzlich für das Zuhören. Vielen Dank, Pavel, für diese erschütternden Worte. Ich bin mir sicher, Sie werden bei vielen von uns nachhallen. Und für dieses Nachhallen möchten wir im folgenden Gedenkmoment Raum geben. Der historische Anlass, weshalb wir uns heute hier versammelt haben, ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau durch die Truppen der UdSSR am 27. Januar 1945. Spätestens seit 1996 ist es auch in Deutschland der Kristallisationspunkt des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus. Unter diesen Opfern befanden sich neben psychisch Erkrankten, politisch Verfolgten, Homosexuellen, Sinti und Roma schätzungsweise mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden. Schon das Wort schätzungsweise ist eine Zumutung. Denn auch wenn wir hier gleich in Bezug auf die Zahl der Opfer 6 Kerzen entzünden werden, so ist es doch eigentlich eine absolute Unbegreiflichkeit, diese Zahl an vernichteten Leben zu erfassen. Ich möchte Sie daher einladen, sich dieser Unbegreiflichkeit zu stellen. Nutzen Sie die folgenden Momente, um sich dessen zu vergewissern, was geschehen ist, aber vor allem, um darin bestärkt zu werden, aus welchem Antrieb heraus wir heute handeln müssen. Wir werden nun in einer Schweigeminute der Opfer gedenken. Im Anschluss daran wird das Stück Papierrosen erklingen und wir werden währenddessen 6 Kerzen entzünden im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Ich möchte Sie bitten, soweit es Ihnen möglich ist, sich zu erheben. Und dann werden wir nun in einer Schweigeminute innehalten.
Zielstimmigkeit ist das, was jeden guten Chor auszeichnet. Und so möchten wir nun das Ensemble erweitern. Und ich freue mich sehr, drei weitere Gäste begrüßen zu dürfen. Anastasia Roselski, die Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Außerdem Herrn Burak Yilmaz. Er hat das Buch... Entschuldigung, Ehrensache, Kämpfen gegen Antisemitismus verfasst. Ich muss gestehen, ich habe meine Karte gerade vergessen. Ich habe es gelesen und es war eindrücklich. Und zuletzt Herrn Eckert von den Christen an der Seite Israels. Frau Staroselski, das Wort liegt nun bei Ihnen. Vielen Dank für Ihre Perspektiven. Verehrte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, es ist so wertvoll, in unseren Zeiten noch die Möglichkeit zu bekommen, Shoah-Überlebenden zuhören zu können. Die Schreckenserfahrungen der Shoah-Überlebenden dürfen niemals vergessen werden. Die Erinnerung an die Shoah muss aus diesen persönlichen Erinnerungen bestehen. Denn sie waren Individuen, die mitten im Leben standen, mit ihren Ideen und Zukunftsvisionen. Und diese Individuen wurden aus ihrem Leben gerissen. Die Nationalsozialisten wollten den Juden ihre Identität und Individualität nehmen, vergaben ihnen Nummern und planten, die Erinnerung an sie erlöschen zu lassen. Heute durfte ich der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag beiwohnen. Inge Auerbacher, die als einzige der aus Stuttgart deportierten jüdischen Kinder die Shoah überlebte, erzählte heute im Bundestag über die Schrecken aus Theresienstadt. In Stuttgart wurden damals Juden aus Württemberg vor ihrem Transport in die Konzentrationslager versammelt. Ich bin 1996 in Stuttgart als jüdisches Mädchen geboren. Wie hätte wohl mein Leben vor 80 Jahren ausgesehen? Die Shoah hat nicht mit Auschwitz begonnen, sondern mit dem aktiven Wegschauen, mit dem Denunzieren und der Gleichgültigkeit der Mitmenschen gegenüber den schrecklichen Verbrechen des Naziregimes. Sie schauten weg, wenn nach und nach ihre Nachbarn, ihre Freunde oder Kollegen abtransportiert wurden. Einige bereicherten sich sogar am jüdischen Hab und Gut und viele, zu viele, beteiligten sich an den Verbrechen. Dieser Tage hören wir vielerorts die Worte nie wieder. Wenngleich man meinen könnte, dass schon allein dies ein klares Bekenntnis sei, konsequent gegen Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit tätig zu werden, so scheint dieser Schein jedoch zu trüben. Denn nach wie vor ist Judenhass ein beschämender und schmerzhafter Teil unseres Alltags in Deutschland. Beschämend für uns als Gesamtgesellschaft und schmerzhaft für uns Jüdinnen und Juden in Deutschland. Es ist beschämend und schmerzhaft zu sehen, wie antisemitische Verschwörungserzählungen nicht nur im Netz, sondern auch auf offener Straße Verbreitung finden. Es ist beschämend und schmerzhaft zu sehen, wie die schrecklichen Verbrechen der Nationalsozialisten relativiert oder mit tagesaktuellen Geschehnissen verglichen werden. Es ist beschämend und schmerzhaft zu sehen, wie junge Menschen sich radikalisieren und zum Beispiel auf Neonazi-Demonstrationen wie zum Beispiel des Dritten Wegs in Magdeburg mitmarschieren. Es ist beschämend und schmerzhaft zu sehen, wie die Corona-Maßnahmen von einzelnen Menschen mit der Unterdrückung von Juden im Nationalsozialismus gleichgesetzt werden. Es ist beschämend und schmerzhaft zu sehen, dass im Jahr 2021 und 2022, in den Jahren, in denen wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern, Judenhass auf dem Höhepunkt nach der Shoah steht. Und es ist beschämend und schmerzhaft zu sehen, wie die Schlussstrichdebatte ihren Weg mittlerweile auch in die Mitte der Gesellschaft gefunden hat. Es darf und wird keinen Schlussstrich geben. Es steht in unser aller Verantwortung, den Worten nie wieder
auch wirklich die Kraft zu verleihen, die in ihnen steckt. Das bedeutet, dass Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus, die nationalsozialistische Ideologie, weiter aufgeklärt werden muss und endlich in den Blick genommen werden muss. Dass der Kampf gegen Antisemitismus von rechts, von links, aus Teilen der muslimischen Community präventiv gedacht werden muss und antisemitische Taten auch strafrechtlich verfolgt werden müssen. Es bedeutet auch, dass die Bedrohung durch den israelbezogenen Antisemitismus erkannt und bekämpft werden muss. Es bedeutet, dass Schulklassen, die auf Gedenkstättenfahrten in ehemalige Konzentrationslager fahren, angemessen darauf vorbereitet werden müssen und auch eine angemessene Nachbereitung davon erfahren müssen. Das Versprechen, jüdische Gemeinden und jüdisches Leben zu schützen, darf kein leeres Versprechen bleiben. Das bedeutet auch, dass beispielsweise die ca. 70.000 jüdischen Senioren, die von Altersarmut betroffen sind, auch konkret Hilfe erfahren. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sieht ein selbstbestimmtes und freies Leben für alle Bürgerinnen und Bürger vor. Viele Jüdinnen und Juden können sich diesen Luxus jedoch leider noch immer nicht leisten. Jüdische Kinder lernen früh, ihre jüdische Identität aus Sicherheitsgründen lieber zu verstecken, über jüdische Themen im öffentlichen Raum lieber leise zu sprechen, auf dem Weg in die Synagoge sich umzuschauen und nach dem Gebet die Kippa auch lieber wieder abzunehmen. Es reicht eben nicht, einmal im Jahr die Floskel nie wieder auszusprechen. Antisemitismus trägt immer ein gefährliches Gewaltpotenzial in sich. Der Rechtsstaat hat seine Bürger zu schützen und er kann sich nicht erlauben, das Gewaltmonopol den Extremisten zu überlassen. Häufig werde ich gefragt, ob ich mich als Jüdin in Deutschland sicher fühle. Es gehört mittlerweile zu meiner Gewohnheit, besonders achtsam in meinem Alltag zu sein. Und den selbstbewussten Umgang mit meiner jüdischen Identität musste ich auch erst lernen. Auf dem Weg dorthin musste ich Anfeindungen, geschmacklose Aussagen und auch einen körperlichen Angriff über mich ergehen lassen. Und ich weiß, dass ich nicht die Einzige mit solchen Erfahrungen bin. Jeder in Deutschland lebende Jude oder jede Jüdin kann von mindestens einer antisemitischen Anfeindung berichten, ob online oder offline. Das ist eine Schande. Ich möchte, dass künftige Generationen selbstbewusst, selbstbestimmt und frei in Deutschland leben können. Und ich hoffe, dass es keine weiteren 1700 Jahre dauern wird, bis wir diesen Zustand erreicht haben. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Hoffmann, sehr geehrte Überlebende, sehr geehrter Herr Lopez, sehr geehrte Frau Özoros, sehr geehrte Frau Kador, sehr geehrter Herr Müller-Rosentritt, liebe Anwesende. Bitte gestatten Sie, dass ich mich bei der Initiative 27. Januar und der jüdischen Gemeinde bedanke, an diesem so bedeutsamen Tag heute zu Ihnen zu sprechen, als Pädagoge, der seit über einem Jahrzehnt Gedenkstättenfahrten organisiert und vor allem jüdisch-muslimische Begegnungen schafft, ist es an einem Tag wie heute trotz jahrelanger Auseinandersetzung schwierig, Worte für das zu finden, woran wir uns heute erinnern. Während der Vorbereitung meiner Rede kommen immer wieder Schlagzeilen auf meinem Smartphone, die besorgniserregend und alarmierend sind. Zitat: Massiv mehr antisemitische Vorfälle im Jahr 2021. Erneut Antisemitismus bei einer Großdemonstration gegen Corona-Regel.
sowie Zitat Texas Doppelpunkt Geiselnahme in Synagoge beendet. Ich notiere mir Stichpunkte für meine Rede und frage mich gleichzeitig, wie wohl die Jahre 2022, 23 und 24 sein werden, wenn sich schon im letzten Jahr die Ereignisse überschlagen haben. Und mir ist klar, dass ich dabei nicht wegschauen möchte. Mir ist klar, dass die nichtjüdische Mehrheit aktiv werden muss, weil diese Gewalt von ihr ausgeht. Wir dürfen jüdische Freundinnen und Freunde nicht alleine lassen, wenn sie in ihrem Sicherheitsempfinden erschüttert werden. Ich habe in der historischen Bildungsarbeit viele widersprüchliche Momente erlebt, zum Beispiel, wenn Jugendliche Gedenkstätten besuchen, aber bei Begegnungen mit jungen Jüdinnen und Juden die Tür zumachen. Ich erlebe Erwachsene, die sich vor allem in Krisenzeiten auf die Suche nach einem konkreten Sündenbock machen und sich das Weltgeschehen als ein geheimes Drehbuch von vermeintlichen Eliten imaginieren. Mir begegnen Menschen, die schnell mit dem Finger auf andere zeigen, aber jede Auseinandersetzung mit ihren eigenen Vorurteilen und Bildern im Kopf über Jüdinnen und Juden abwehren. Ich erlebe viel Verständnis, wenn es um antisemitische Äußerungen geht, und wenig Verständnis, wenn Menschen von ihren antisemitischen Erfahrungen berichten. Antisemitismus ist keine Reaktion auf das Unrecht in der Welt. Es ist keine Reaktion auf erlebte Diskriminierungserfahrungen. Antisemitismus ist eine Entscheidung. Er kann religiös motiviert sein, ob christlich oder auch muslimisch. Er kann sich hinter Verschwörungsmythen befinden und sich wie in den letzten Jahren immer deutlicher zu sehen war auf den Staat Israel oder auf seine bloße Existenz beziehen. Ich erlebe Antisemitismus als Ideologie, als vereinfachtes Weltbild und vor allem als ein Gefühl der Verachtung. Um dagegen zu kämpfen, braucht es Worte und Taten. Es braucht Gespräche, Strategien und Leidenschaft und vor allem auch Perspektivwechsel, wo wir unsere gewohnten Denkmuster verlassen und unsere Gesellschaft mit anderen Augen aus anderen Blickwinkeln betrachten. Erinnern bedeutet das Gedenken an den Holocaust, die kritische Auseinandersetzung mit der mörderischen Ideologie des Nationalsozialismus und die Aufarbeitung der NS-Geschichte. Erinnern bedeutet handeln. Erinnern bedeutet die Gestaltung einer Zukunft und einer Gesellschaft, in der sich alle sicher fühlen und Menschen nicht mehr Sorge und Ängste haben müssen, dass ihre Existenzen verhandelbar sind. Heute jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau zum 77. Mal. Alleine in diesem Lagerkomplex Auschwitz wurden über 1,1 Millionen Menschen ermordet. Die millionenfachen Opfer des Nationalsozialismus dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Hinter jeder Zahl ist ein Gesicht und hinter jedem Gesicht ist eine Geschichte. Wir erinnern heute an die Opfer des NS-Terrors und gedenken an sie in Trauer und Demut. Möge die Erinnerung an sie in unser kollektives Gedächtnis und in unsere Herzen eingeschrieben sein. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete und Würdenträger, sehr geehrte Holocaust-Überlebende, liebe Asse Gorban und Begleitung und sehr geehrter Pavel Hoffmann, ich bin bewegt über diesen Abend, ich bin bewegt über dem, was hier schon gesagt und zum Ausdruck gebracht worden ist, auch über dem, was Pavel, du uns hier nahegebracht hast, und ich darf jetzt die christliche Perspektive, die christliche Identität versuchen, in kurzen Worten zu vermitteln. Wer wir waren, wer wir sind, Identität im Licht der Shoah. Nun, wer waren wir? Wer waren wir Christen in den letzten 2000 Jahren hier im europäischen Abendland? Was ist unser leider sehr maßgeblicher Beitrag zur Shoah durch die Vorprägung der Kirchen und der Christenheit in diesem Kontinent über so viele Jahrhunderte hinweg?
Es begann schon in der Zeit der Kirchenväter. Es begann zur Zeit von Kaiser Konstantin, dass eine ersatztheologische, antijüdische Theologie und Stimmung und Mentalität sich hier auf diesem Kontinent ausgebreitet hat. Es steigerte sich in der Zeit der Kreuzzüge, 11. Jahrhundert, hin zu einem Wahn, hin zu einem Massenmord, zu einer Massenvertreibung, einer massenhaften unrechtgefertigten und unrechten Haltung von Christen, meistens von machthabenden Christen, Bischöfen und so weiter, Kardinälen in diesem Kontinent und in diesem Land, in Europa, in Deutschland. Christliche Identität, auch im Hintergrund dieser Geschichte, ist eine sehr schwierige Identität. Ich schäme mich für meine Vorfahren, für meine christlichen Vorfahren, für diese Geschichte, für diese Prägung. Und meine Einschätzung ist die, dass diese Vorgeschichte, die im Frühkatholizismus begonnen hat und über das Luthertum auch die evangelische Seite der Christenheit vergiftet hat, dass diese Vorgeschichte maßgeblich prägend war für den Holocaust. 95% der Bevölkerung war getauft. Und diese maßgebliche Prägung aus der Kirchengeschichte, aus der Geschichte der Völker und Nationen heraus, ist zutiefst erschütternd und beschämend und ein großer schwarzer Fleck meiner Identität. Das ist der Rückblick. Wie schaut es in der Gegenwart aus? Auch eine sehr persönliche Einschätzung. In der Gegenwart schaut es so aus, wenn ich auf die Christenheit schaue, auf die Kirchen, auf die Gemeinden in ihrer Breite, dass es einen Teil gibt, der versucht, von den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Dass es einen Teil gibt, der sich von der Ersatztheologie verabschiedet, der die Beziehung zu den Juden sucht, der einen Dialog sucht, aus dem Dialog heraus eine Kooperation und aus der Kooperation heraus da und dort eine echte Freundschaft und Zusammenarbeit. Ich bin sehr dankbar für diesen Flügel, für diesen Teil der Christenheit heute in Deutschland und in Europa. Aber es gibt eben auch einen anderen Teil nach wie vor. Und dieser andere Teil in der kirchlichen Welt, in der gemeindlichen Welt, in dem entwickelt sich im Einklang mit einem großen Teil der breiteren Gesellschaft eine Mutation, eine Verwandlung. Ja, die mittelalterlichen Bilder, die haben keine Kraft mehr, die haben keine Vorbildfunktion mehr. Aber auf kirchlicher und christlicher Basis, wie auch in anderen Teilen der Gesellschaft, auch anderer Basis, mutiert der traditionelle Antisemitismus und Judenhass, wie wir schon gehört haben, in Antizionismus und Israelhass. Und für diesen Teil der Christenheit und für diesen Teil dessen, womit ich mich per Name verbunden weiß, schäme ich mich auch. Und das ist der Teil der Identität, den ich bis heute als belastend und problematisch empfinde, für den ich um Entschuldigung bitten möchte, von dem ich mich distanzieren möchte. Wie schaut der Weg in die Zukunft aus? Nun, hier darf ich als Christ sprechen, der sich sehr eng mit den Juden verbunden hat in den letzten Jahrzehnten, mit Israel verbunden hat und der viel von ihnen lernen durfte. Und im Judentum und im Christentum gibt es drei sehr heilsame Schlüsselworte. Und hinter diesen Worten steckt ein Konzept. Und hinter diesem Konzept steckt eine kraftvolle Realität. Was sind diese drei Worte? Die drei Worte sind erstens Umkehr. Man ging in eine Richtung, man erkannte, diese Richtung ist falsch. Und man kehrt um, man geht in die entgegengesetzte Richtung. Ein Begriff, Umkehr. Der zweite Begriff ist Vergebung. Und dieser Begriff ist uns als Christen natürlich sehr nahe gebracht durch das, was das Wort Gottes uns sagt und das, was wir in unserer Kirchengeschichte und Geschichte gelernt haben, auf positive Weise, gab ja auch positive Seiten. Ich möchte an Karfreitag erinnern. Und ich möchte daran erinnern, dass Karfreitag vorgeprägt ist durch zwei jüdische Feiertage, ganz hochstehende, wichtige Feiertage, nämlich zum einen Pessach, zum zweiten Yom Kippur. Das sind die Vorprägungen dessen, was wir Christen in Karfreitag erleben und anerkennen dürfen. Das ist das zweite Wort. Nach Umkehr kommt Vergebung. Und nach Vergebung kommt das dritte Wort, Versöhnung. Umkehr, Vergebung, Versöhnung.
sind mächtige Realitäten hinter tiefgreifenden Konzepten und alle drei sind Quellen der Heilung. Der Heilung unserer Seele, der Heilung von Beziehungen und even selbst der Heilung zwischen Völkern und Nationen. Und ich möchte uns ermutigen, dieser Heilung nachzuspüren, diesen Weg zu suchen und soweit Raum entsteht für eine Wahrnehmung und für eine Voranentwicklung dieser drei heilsamen Quellen in unserem Leben, in unseren Beziehungen und auch in unserem gesellschaftlichen Engagement, möchte ich Mut machen, darin auf die Suche sich zu machen, die Räume für diese Heilung zu empfangen und dann den Weg gemeinsam in eine bessere Welt, in eine bessere Zukunft zu gehen. Vielen Dank. Wir nähern uns nun dem Schlussakkord dieses Abends und werden nun ein letztes Mal Seven Gerzwolf und Aaron Urbach gleich hören, bei denen ich mich an dieser Stelle sehr herzlich für die musikalische Untermalung dieses Abends bedanken darf. Vielleicht führt das Stück beim einen oder anderen ja zu einem Ohrwurm, wenn Sie also in den nächsten Tagen mal ein Ravino Shalom Elechem durch Ihren Kopf pfeifen hören, so nutzen Sie doch die Gelegenheit und denken Sie an den heutigen Abend mit all seinen Konsequenzen zurück. Ich möchte Sie hinweisen auf die Möglichkeit zu spenden, die Sie zum einen hier bei uns im Ausgang, aber auch online eingeblendet sehen. Veranstaltungen wie diese, aber auch die alltägliche Arbeit unserer Vereine basiert im ganz Wesentlichen auf Spenden. Und wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich für Ihre Unterstützung. Außerdem bedanken möchte ich mich bei all jenen, die heute Abend ihre Perspektiven mit uns geteilt haben. Herrn Gesandten Botschaftsrat Lopez, Herrn Abgeordneten Müller-Rosentritt, Herrn Hoffmann auf diesem digitalen Wege, Frau Staroselski, außerdem Herrn Yilmaz und Herrn Eckert. Außerdem möchte ich unserem Schirmherrn Dr. Felix Klein herzlich danken. Zudem gilt unser Dank der jüdischen Gemeinde zu Berlin, die diese wunderbaren Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. Und ich möchte herzlich danken den vielen Personen hinter den Kulissen, von denen ich an dieser Stelle einige erwähnen möchte. Zum einen unseren Kooperationspartner Bildwerk Medien, der diese Veranstaltung für Sie virtuell zugänglich gemacht hat. Außerdem vielen Dank an Martin Herden, der hier für die hervorragende Tontechnik verantwortlich zeichnet. Und ein Dankeschön an Harald Weiß, der die kurzfristige Aufzeichnung unseres Hauptredners ermöglicht hat. Einen ganz besonderen Dank möchte ich aber dem heimlichen Komponisten dieses Abends, Matthias Böning, aussprechen, der diese Veranstaltung federführend organisiert hat. Vielen lieben Dank. Und lieber Matthias, ich darf an dieser Stelle dann auch gleich an dich übergeben. Wir sehen zuvor noch eine Einsendung von Samuel Koch per Video. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen. Bleiben Sie behütet in diesen Tagen. Auf Wiedersehen. Vergisst, bereitet schon den nächsten vor. Das hat der Theaterautor Lukas Bärfuß neulich gesagt und ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Zunächst einmal aber ganz vielen lieben Dank, dass ihr bei einer Veranstaltung wie dieser hier teilnehmt, auch von meiner Seite. Ich denke, mehr denn je bleibt es wichtig, die grauenvollen Taten der Shoah nicht zu vergessen und gleichzeitig aber auch jüdisches Leben auch heute noch in Deutschland zu feiern. Das kann man gerade am heutigen Tag, dem 27. Januar, Befreiung von Auschwitz, auf ganz viele Arten und Weisen tun, zum Beispiel an alle Frankfurter rausschauen auf den Fernsehturm. Der ist heute ganz speziell beleuchtet. Foto machen und posten, wenn ihr wollt. Nicht vergessen und erinnern. Auf der anderen Seite kann man, wie zum Beispiel die Lifelines und ich, die Aktion Blumen und Briefe unterstützen. Auch eine ganz spannende Sache, die leider
nicht mehr lange möglich sein wird. Oder auch hier auf diesem Format spannende Diskussionen anhören oder teilnehmen, wie zum Beispiel, was macht die Shoah mit meiner Identität als Moslem oder als Christ? Also, ihr hört, es gibt diese und noch ganz viele andere Dinge, um nicht zu vergessen. Ista Bejarano, die im letzten Jahr leider verstorben ist, deren Zeitzeugnis wurde ganz frisch diese Woche nochmal in einem Buch abgedruckt. Und ich möchte mit ihren Worten schließen, die mir damals bei unserer ersten Begegnung unter die Haut gegangen sind. Und zwar, bitte vergesst nicht. Das bleibt meine Bitte an euch. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an dich, lieber Samuel, wenn du zuschaust, noch für deine Einsendung und für deinen Ausblick. Und darum geht es mir zum Ende diesen Abends. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei allen, die sich beteiligt haben, die sich eingebracht haben mit Perspektiven. Was bleibt von solch einem Abend? Wer wir waren, wer wir sind, Identität im Lichte der Shoah, haben wir diesen Abend betitelt und haben das Thema ganz bewusst gewählt. Wir beschäftigen uns schon länger mit dem Zukunft von Gedenken. Wir halten es für sehr wichtig, über die Zukunft von Gedenken nachzudenken und sie auch umzusetzen und sie anzufangen zu leben, denn auch Gedenken muss sich erneuern. Und ein Zugang ist eben, Gedenken zu sehen als etwas, was mit mehr als Geschichten aus der Vergangenheit und aus dem Gestern zu tun hat. Gedenken hat ganz viel damit zu tun, dass wir erforschen, welche Wurzeln mein heutiges Sein und mein heutiges Handeln prägen. Gedenken hat in diesem Sinne ganz viel mit meiner Identität zu tun und mit unserer Identität, mit individueller Identität, aber auch mit kollektiver Identität. Und dies zu erforschen, hat immer damit zu tun, unterschiedliche Perspektiven zu hören und kennenzulernen. Und das ist im Rahmen einer Gedenkveranstaltung nur begrenzt möglich. Wir sind kein Forschungssymposium, damit könnte man sich tagelang beschäftigen. Aber ich hoffe doch, dass wir alle zusammen so den einen oder anderen Anstoß mitgenommen haben, der uns zeigt, ja, das ist eine Wurzel für meine Identität, für unsere Identität. Und da kommen ganz viele verschiedene Perspektiven zusammen. In diesem Sinne danke ich allen, die beigetragen haben, die sich auch in gewisser Weise auf ein Experiment eingelassen haben. Ich glaube, diese Experimente werden wir noch öfters brauchen, wenn wir von der Zukunft des Gedenkens sprechen. Normalerweise vor der Pandemie haben wir dann nach einer Gedenkveranstaltung auch immer noch etwas Gemeinschaft miteinander. Da gibt es dann guten Wein und einige Häppchen. Das ist uns leider verwehrt in diesen Zeiten aufgrund der Beschränkungen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn wir zwar gleich einen offiziellen Schluss machen, aber nicht sofort alle gehen, sondern suchen Sie noch die eine oder andere Verbindung, führen Sie noch das eine oder andere Gespräch. Diesen Perspektivaustausch brauchen wir auch hier. Nun schließen wir und ich bedanke mich bei unseren Musikern, Semen Gerzwolf, Aaron Urbach. Wir hören euch ein letztes Mal, Kiew Klezmer-Tov. Vielen Dank an Sie alle fürs Kommen. Bleiben Sie uns verbunden, wir bleiben mit Ihnen verbunden. Danke.